Von wegen Rücktritt. Maximilian Grah, der AfD-Spitzenkandidat zur Europawahl, ist nun offiziell und ganz groß zurück. Er hat schon vor einigen Tagen jetzt in Sachsen die ersten Veranstaltungen wahrgenommen und hat sich auch ganz klar zusammen mit Sachsen und auch Sachsen hinter ihn gestellt, also die AfD in Sachsen, dass sie ganz klar dadurch das Ganze durchstehen werden. Und er hat auch ganz klar gesagt, er wünscht sich einen sächsischen Ministerpräsidenten ab September. Also ganz klar, Maximilian Grah ist zurück. Er hat auch jetzt zusammen mit Tino Chrupalla auch weitere Auftritte angekündigt. Heißt, das Ganze mit dem Rücktritt, was vor allem auch beispielsweise von der FDP, Agnieszka Zimmermann, gefordert wurde, ist nun komplett vom Tisch. Kommentieren Sie mir Ihre Meinung dazu und ob Sie auch finden, dass sich die AfD da richtig verhalten hat. Und ganz wichtig, abonnieren Sie mich, um kein Video mehr in Zukunft zu verpassen.